Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute ein neues Let's Talk und heute aber sprechen wir über Kinderfilme. Naja, Kinderfilme, die mir meine Kindheit ziemlich ruiniert haben, weil sie ganz schön unheimliche Szenen haben oder brutal sind oder auch gar nicht für Kinder geeignet sind. Und darum geht's eigentlich, was ich heute hier vorstelle. Es sind teilweise auch gar keine Kinderfilme, sondern es sind einfach Zeichentrick- oder Animationsfilme, die irgendwann Ende der 70er oder in den laufenden 80ern rausgekommen sind. Und damals aber hat man gerade rumexperimentiert, was kann man mit Zeichentrick denn so machen und mit Animationsfilmen. Und da aber haben die Leute noch nicht verstanden, dass Zeichentrick nicht nur für Kinder da ist. Und deswegen glaube ich, dass viele dieser Titel durchaus eine Kindheit mal ruiniert haben. Und deswegen beschäftigen wir uns mit den 5 verstörendsten Kinderfilmen oder meinen 5 verstörendsten Kinderfilmen aus meiner Jugend. Und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, schön, dass ihr da seid, liebe Kultisten. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Tatsächlich aber Kinderfilme, wie definiert sich ein Kinderfilm? Naja, zum einen natürlich, ob es ein Zeichentrick oder Animationsfilm ist, viele denken noch immer so, auch wenn mittlerweile die Welle der Animes und Manga über uns drüber rollt und viele haben mittlerweile verstanden, dass auch Zeichentrick ein Medium ist, das durchaus was anderes ausdrücken kann als kindliche Freude. Und darum geht's eigentlich heute. Damals war es so, meine Mutter hat sich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt oder meine Eltern, meine Familie. Das heißt, alles, was eigentlich ein Zeichentrickfilm war, wurde sofort eingestuft für, ja, ist bestimmt für Kinder geeignet und ich wurde dann davor gesetzt als Experiment und durfte mir die anschauen. Und da waren einige dabei, die haben meine Kindheit um einiges schwerer gemacht, weil sie eben so brutal sind oder überhaupt nicht für Kinder geeignet sind. Und ich würde sagen, wir starten gleich in die 5 Punkte, um die es geht oder in die 5 Filme, die ich gefunden habe oder was zum Beispiel meine Top-Filme sind. Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich solche Filme, ihr bestimmt auch. Da es ein Community-Thema ist, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, welchen Kinderfilm ihr denn so gucken durftet, welcher eigentlich gar nicht für Kinder geeignet ist oder unheimliche Szenen in sich hatte. Jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mit dem ersten Punkt durch. Und der erste Film, der mein Kindheitsleben versüßt hat, war Felidae von 1994. Und es ist wie fast alle dieser Filme nach einer Romanvorlage, nämlich nach einem Buch von Akif Pirinci. Und Felidae, da wurde ich einfach direkt davor gesetzt, weil es war eine lustige Katze vorne drauf und so weiter. So eine Detektivgeschichte mit einer Katze. Was kann schon schiefgehen? Naja, einiges, weil Felidae ist eigentlich ein ziemlich harter Krimi. Und es geht darum, dass der Kater Francis versucht, eine Mordserie an Katzen aufzuklären. Es sind nicht 7 Mordopfer zu beklagen, sondern Hunderte. Das Ganze geht um sozusagen eine Katzensekte, um die Claudandus-Sekte, um der sich ein Kult um den Kater Pascal gegründet hat. Mein Gott, wo war ich nur gelandet? Und dieser Kult aber verfolgt sehr seltsame Ansichten, nämlich Ansichten von Genetik und Ähnlichem, die auf die Vererbung zurückgehen und die versuchen, die Vererbungs- oder die perfekte Katzenrasse zu schaffen, wie sie einst war. Das hört sich ja jetzt schon ziemlich ernst an, aber wenn man einige Szenen dort sieht, aus Felidae, dann versteht man, um was es geht, nämlich diese Katzen, die aufgefunden werden oder ermordet werden, die werden teils blutigst umgebracht, ob das jetzt Enthauptungen sind. Ob es einfach nur Organe sind, die aus dem Körper heraushängen oder ein absolut, absolut erschreckende Albtraumsequenz von einfach nur Zombie- und Horrorkatzen und einfach um diesen Kult herum. Also es ist wirklich Albtraummaterial. Das Ganze ist dann auch noch gemischt mit einer hübschen Spur Sex. Ja klar, das braucht's auch noch in so einem Krimi. Ja, und die Leute haben einfach damals nicht verstanden, dass es einfach ein Krimi ist, der halt einfach durch Katzen und über Zeichentrick dargestellt ist, nach einem Buch, in dem es um Katzen geht, weil man halt Katzen einfach genommen hat, statt normale Leute. Und als das, wie gesagt, verfilmt wurde, habe ich mir das angeschaut und war damals schon etwas älter. Also wie gesagt, deswegen ist es nur auf Nummer 5, weil mich hat's damals nicht so geschockt, aber dennoch hat's ein ziemlich düsteres Gefühl hinterlassen. Ich war damals wahrscheinlich, als er rausgekommen ist, schon im jugendlichen Alter, dass ich das ganz gut verkraften konnte. Aber da kommen noch heftigere Titel, die ich früher in meiner Jugend gesehen habe. Insgesamt kann ich aber sagen, dass dieser Film
äußerst gut ist. Also schaut euch den auf jeden Fall an. Er hat harte Themen mit dieser Genetikregel und diesen Genetikvorgaben. Das erinnert sehr stark natürlich an sehr düstere historische Kapitel, wenn es jetzt zum Beispiel um den Nationalsozialismus oder ähnliches geht. Also wie gesagt, es hat düstere Themen, es hat echt viel Blut, es hat Sex, es ist ein reinrassiger Krimi, nur eben als Zeichentrick. Deswegen auf Nummer 5, Fehlidee. Die Welt ist eine Hölle, Francis. Und die Krönung all dieser Hässlichkeiten des Universums ist der Mensch. Kommen wir zu Nummer 4, ein Film, der mir wirklich Albträume beschert hat. Nämlich, ihr werdet lachen, Herr der Ringe von 1978 von Ralph Bakshi. Und das ist ein sehr interessanter Film. Das ist tatsächlich die erste Berührung, die ich mit Herr der Ringe hatte. Ich habe damals weder das Silmarillion noch den Herr der Ringe gelesen, kannte das also gar nicht. Und dann kam eben dieser Zeichentrickfilm. Und Zeichentrickfilme sind ja bekanntlicherweise auf jeden Fall für Kinder. Und der war von J.R.R. Tolkien natürlich der Herr der Ringe als Zeichentrick. Und der Film ist ein bisschen seltsam, weil er umfasst nur die ersten zwei Teile, also er endet bei der Schlacht um Helms Klamm und wurde dann nie weitergedreht, aber trotzdem ist er auf jeden Fall sehr sehenswert. Und was macht diesen Film eigentlich so unheimlich? Naja, es ist ein Zeichentrickfilm, Fantasy-Zeichentrickfilm, der eigentlich schon für Kinder sein sollte, aber da wurde eine heute selten genutzte Technik für Zeichentrick hergenommen, nämlich es wurde die Rotoskopie-Technik hergenommen. Das heißt, man sieht echte Leute, die dann aber sozusagen auf Zeichentrick gebannt worden sind. Und das trifft bei Orks und bei den Ringgeistern zu. Und das entstellt diesen Film fast komplett, würde ich sagen. Weil ich habe noch niemals so unheimlich Orks dargestellt gesehen. Ich habe mich eingeschissen, weil die sehen aus wie die Armee der Horror-Krampusse, die angreifen. Und tatsächlich aber hat das für immer mein Ork-Bild geprägt. Weil aus Games und Ähnlichem kennt man Orks meistens als die Typen mit dem Hauer, die irgendwie grün angelaufen sind. WoW hat viele Ork-Bilder mittlerweile überschrieben. Aber tatsächlich, mein Ork-Bild ist noch das von den ersten Zeichentrick, nämlich von 1978 vom Herr der Ringe. Und das sind einfach Horrormänner, schwarze Horrormänner mit rot leuchtenden Augen, die schreiend und blutend dann sterben müssen. Und auch die Ringgeister sind äußerst, äußerst unheimlich. Die Schreie, die die von sich geben. Also ich habe den Film wirklich gesehen, als ich noch ein kleines Kind war, weil hey, Zeichentrick ist natürlich für Kinder. Und da habe ich mir Herr der Ringe angeschaut und diese Orks haben mir extrem Angst gemacht und die Ringgeister haben mir extrem Angst gemacht. Und wenn ich heute Herr der Ringe schaue, ist der natürlich brutaler, weil für die FSK 12, die er hat, werden wirklich Köpfe aufgespießt, Köpfe abgeschlagen und so weiter. Aber damals, muss man ja noch sagen, habe ich den als junges Kind gesehen und war nicht darauf vorbereitet, wie unheimlich Orks ausschauen können. Ja, das ist mein Film Nummer 4, Herr der Ringe von 1978. Zu der Story muss ich euch nichts erklären, wenn ihr ein bisschen Interesse an Herr der Ringe oder Fantasy habt. Nummer 3, tatsächlich ein Film, den ich erst später gesehen habe und den gibt es anscheinend nur auf Englisch oder den gibt es nur auf Englisch. Das sind nämlich die Adventures of Mark Twain. Und dazu gibt es eine Geschichte, der ist von 1985 und ist eine Claymation-Animation. Und tatsächlich habe ich ein schlechtes Verhältnis zu Claymation. Ich finde die grundsätzlich unheimlich, fand auch wirkliche Kinderserien mit Claymation recht unheimlich. Aber um was es eigentlich geht, ist, dass ich Mark Twain als Autor immer nur als Abenteuerautor kannte. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, sagt wahrscheinlich jedem mittlerweile was. Was ich aber damals nicht wusste, ist, dass Mark Twain durchaus auch Gesellschaftskritik oder auch unheimliche Romane geschrieben hat. Und wenn ich zwei davon nennen müsste, gibt es zum Beispiel Geschichten wie Kannibalismus im Zug, ja, von Mark Twain, der Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschrieben hat, was eine ziemlich derbe, schwarzkomödisch-Horror-Komödie ist, die er geschrieben hat. Oder aber, und um das geht es jetzt, nämlich die Abenteuer des jungen Satan, der mysteriöse Fremde heißt das Buch. Hello. Who are you? An angel.
What's your name? Satan. Hallo. Und der Film, The Adventures of Mark Twain, geht eigentlich um was ganz anderes, nämlich Tom Sawyer und Huckleberry Finn und auch Becky Thatcher schleichen sich in so ein Luftschiff und es ist wirklich ein Kinderfilm bis zu einer Szene. Da treffen sie Mark Twain und der fährt mit so einem Aufzug durch die Geschichten von Mark Twain hindurch. Und eine der Geschichten, die sie dann genommen haben, ist die Abenteuer des jungen Satans, besser gesagt der Mysterious Stranger, der mysteriöse Fremde. Und das ist keineswegs eine Kindergeschichte, sondern es geht tatsächlich darum, über Tragödien im Vormittel- oder Nachmittelalter in Österreich, die sehr unheimlich sind, weil tatsächlich ein Freundesgespann trifft einen Engel und dieser Engel stellt sich als Satan vor und beginnt denen plötzlich Weisheiten zu unterbreiten, die aber sehr grausam wirken. Und währenddessen passieren schreckliche Dinge im Dorf. Oh boy. Can we help? You may make some people. I'll make the king and queen. Und da hat's mich wirklich gegruselt, weil man muss sich eben fragen, warum kommt man auf die Idee, in einen vollkommenen Kinderfilm plötzlich einen Part einzubauen, der überhaupt nichts oder überhaupt keine Kindergeschichte von Mark Twain ist, sondern eigentlich eine Geschichte über Glaube und Unglaube über die Menschheit und eine Kritik an die Menschheit. Warum baut man solche Sachen ein? Und die Szenen, die darin vorkommen. How annoying that sound is. Fools. What fascinations there are on this planet. Strange mortals with curious customs. Die sind wirklich grauenerregend, also die sind wirklich erschreckend. Es wurden teils wirklich Szenen aus dem Buch direkt dargestellt, wie dieser gefallene Engel, wie dieser Satan einfach seine Weisheiten verbreitet und sozusagen den Leuten damit Angst macht oder auch Schreckliches vorherbringt. I do not know what it is. You murdered them. Never mind them. People are of no value. We could make more sometime. If we need them. Und insgesamt kann ich euch nur sagen, wenn ihr mal ein interessantes Buch lesen wollt, lest mal Die Abenteuer des jungen Satan. Es ist wirklich ein ganz anderes Buch. Es ist nicht so, wie man glaubt. Es ist kein Abenteuerbuch oder sowas. Sondern es geht eher ist eine Menschheitskritik und eine Kritik, wie man mit sich selbst umgehen soll. Und dennoch aber passt es überhaupt nicht eben in diesen Kinderfilm rein. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach du liebe Güte, was ist denn jetzt eigentlich jetzt los? Warum kommen wir jetzt plötzlich? Warum kommen wir jetzt denn eigentlich plötzlich von Kinderfilm in absoluten Horror rein, der Leuten nur Angst macht mit Claymotion? Ja, und deswegen Punkt Nummer 3, The Adventures of Mark Twain wird mir bis heute im Gedächtnis bleiben, wie absurd dieser Cut ist. Film Nummer 2, ja, der ist euch allen vielleicht ein Begriff, nämlich Watership Down, unten am Fluss von 1978. Das ist eine Buchvorlage von Richard Adams und ich muss sagen, wenn vielleicht ein Mensch meine Kindheit sehr krass beeinflusst hat durch seine Filme und Buchvorlagen, war es wahrscheinlich Richard Adams, nämlich es ist unglaublich, wie dieser Film mich fertig gemacht hat. Wenn ihr es vielleicht kennt, es gibt eine Zeichentrickverfilmung, die ist von 1978 und es gibt mittlerweile auch eine Neuverfilmung als, glaube ich, Kurzserie auf Netflix. Auch die ist gut, aber mir hat der Film sozusagen meine Kindheit gut verleidet. Der Film geht um Kaninchen, es geht um einen Stamm oder eine Familie von Kaninchen und die suchen ihr neues Zuhause weiter unten am Fluss, nachdem der Bruder von Hazel, dem Hauptkaninchen, dem Protagonisten des Ganzen, nämlich Fiver, eine schreckliche Vision hatte, dass der ganze Stamm stirbt. Das Feld, es ist blutbedeckt. Und das Ganze beginnt eigentlich wunderschön, wie wirklich sehr gut geschrieben auch die Buchvorlage, nämlich mit fast einem mythischen Einblick oder geschichtlich klassischen Einblick, wie diese Welt beschrieben wird, diese Schöpfungsgeschichte der Hasen und der Welt und alle Tiere, die darauf leben. Es ist wunderschön. Und bis heute erinnere ich mich noch an die Anfangsworte, nämlich um das Ganze vorzulesen, die ganze Welt wird dein Feind sein, Fürst mit tausendfachen Feinden. Und wann immer sie dich fangen, werden sie dich töten. Aber zuerst müssen sie dich fangen. Gräber, Lauscher, Läufer,
Fürst der schnellen Warnung. Sei schlau und voller Listen und dein Volk wird niemals vernichtet werden. Und wenn man sowas hört, dann weiß man eigentlich, dass vielleicht das, was danach kommt, nicht für Kinder ist. Naja, andererseits ist ein Zeichentrickfilm, also wurde es natürlich eingelegt und vollkommen unzurechnungsfähig ist dieser Film auch noch ab 6 Jahren. Der ist ab 6 Jahren. Also wirklich Watership Down, einer der schlimmsten Filme meiner Kindheit, ist ab 6 Jahren. Ich könnte einen 6-Jährigen davor setzen und sagen, hey, guck dir mal den Film an. Der wird danach nicht gut drauf sein, kann ich euch gleich sagen. Warum? Denn tatsächlich geht es dann so, dass diese Vision wirklich eintrifft. Also der Stamm wird vernichtet, bis auf die, die losgezogen sind. Mein neues Zuhause weiter unten am Fluss sozusagen zu finden. Keiner konnte mehr raus. Und dann war so ein merkwürdiges Geräusch in der Luft. So ein Zischen. Und die Luft stank ganz abscheulich. Alle Ausgänge waren mit toten Körpern blockiert. Keiner fand mehr raus. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und das finden sie dann auch und beginnen da ihre neue Hasenkolonie zu gründen. Aber auf dem Weg treffen sie krasses Umbel. Es werden einfach Teile ihrer Familie von Raubvögeln gefressen. Sie treffen auf seltsame Opferkulte, die sich in Schlingen opfern für Nahrung. Der Pflock ist durch. Er ist frei. Pickwick, der Pflock ist raus. Du bist frei. Ich glaube, er ist tot. Und dann unten am Fluss aber treffen sie auf Ephrara, heißt glaube ich diese Kolonie unter Woundward. Und das ist ein vollkommen diktatorisch autoritäres Hasenregime, das da unten ist. Also es ist eine andere Hasenkolonie, die aber vollkommen autoritär geführt wird. Die Ephrafas wollten mich nicht gehen lassen. Sie haben mir fast das Ohr abgerissen. Und da gibt's so viele Anleihen einfach nur aus diktatorischen oder schrecklichen Regimen, Terror- und Horrorregimen, und die führen blutigst auch gegeneinander Krieg, verstümmeln sich und versuchen sich gegenseitig niederzumachen. Also das sind einfach keine Themen, mit denen sich ein Kinderfilm ab 6 beschäftigen sollte. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, wenn Bambis Mutter erschossen wird. Aber der Rest von Bambi ist wenigstens dann nicht mehr so tragisch. Aber dass Kinder mit 6 Jahren sich mit solchen Themen beschäftigen müssen, mit Tod, mit diktatorischen Regimen und was weiß ich was. Ich hab dir mal gesagt, dass ich dir imponieren will. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und ich hab dir gesagt, dass ich dich umbringen werde, Pickwick. Es ist echt finster, aber das Interessante ist, es ist trotzdem so gut gemacht, der Film, dass ich ihn bis heute immer wieder mal gern schaue. Nicht so oft, wirklich nicht so oft. Ich kenne Leute, die schauen sich den regelmäßig an. Der Soundtrack ist unglaublich, die Buchvorlage ist unglaublich, die Zeichnungen sind unglaublich für die Zeit. Der Film ist wirklich gut, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Schaut ihn euch an, seid aber gewarnt, es hat wirklich grausame Szenen, es ist wirklich kein Kinderfilm und es beschäftigt sich wirklich mit harten Themen. Deswegen auf meiner Liste Nummer 2, Watership Down, auf jeden Fall absoluter Horror für mich. Und Film Nummer 1, tatsächlich auch nach einer Buchvorlage von Richard Adams. Ja, danke, du hast meine Kindheit wirklich beeinflusst. Das ist ein Film, den finde ich tatsächlich schlimmer als Watership Down. Nämlich ist Die Hunde sind los von 1982, also ein späteres Zeichentrickwerk. Auf Englisch heißt er die Plague Dogs, also die Seuchenhunde. Oder die Hunde des schwarzen Todes. Und dieser Film, der hat so wenig Gutes. Wo man bei Watership Down noch sagen kann, dass das Ende irgendwie ruhig und versöhnlich ist und sich alles mit dieser Hasenkolonie noch irgendwie, ohne zu weit zu spoilern, irgendwie einpendelt, ist Plague Dogs von Anfang bis Ende entsetzlich, wirklich entsetzlich. Es geht darum, dass 2 Hunde, nämlich Wuff und Snitter, sind in ein Tierforschungslabor, wo einfach Tiere gequält und umgebracht werden für das Wohl der Menschheit. Ja, das Wohl der Menschheit, großartig. Und wirklich, die werden misshandelt, die werden gefoltert. Es wird wirklich dargestellt, wie Hunde kurz vorm Ertrinken gebracht werden. Now, Steven. Wie Affen offene Köpfe haben, wie wirklich Schläuche in sie reingesteckt werden, wie sie aufgeschnitten werden. All das sieht man wirklich, die pure Grausamkeit der Menschheit
sieht man in diesem Film, ab 12 ist der Gott sei Dank dann. Da hat anscheinend jemand mehr mitgedacht, aber ich frage mich, welcher 12-Jährige guckt gerne so einen Film? Und diese beiden brechen aus. Damn the white coats! Damn you all! Und kommen in der Wildnis an. Und schon bald bemerken dann Wuff und Snitter, dass sie dann tatsächlich nicht vorbereitet sind für die Wildnis. Und da lernen sie einen Freund kennen, nämlich sie lernen einen Fuchs kennen, der sie etwas unterstützt. Und schon bald beginnen sie zu jagen und mit dem Fuchs zu wildern tatsächlich. Und da wird einfach nur, um dem Einhalt zu gebieten, wird eine Legende oder ein Gerücht in die Welt gesetzt, dass es aus dem Forschungslabor Pesthunde sind oder Hunde, die die Beulenpest oder Beulenpesterreger in sich haben. Und ab da an beginnt eine fürchterliche Hetzjagd auf die beiden. Also Menschen kommen mit Waffen, versuchen die einfach umzubringen und mit Jagdhunden. Und damit endet dann eigentlich auch der Film. Also der ganze Film ist wirklich einfach nur ein Schotterberg abwärts. Also es beginnt fürchterlich, dann ist es noch immer fürchterlich und am Schluss wird es noch fürchterlicher tatsächlich. Und es hat so wenig gute, versöhnliche Szenen. Dann treffen sie mal jemanden, der kein vollkommener Sadist ist als Mensch, und dann passiert ein schlimmer Unfall und wird das Gesicht weggeschossen. Nun komm schon, mein Kleiner. Komm, spring hoch. Ja, danke schön. Darauf war ich jetzt voll vorbereitet. Und natürlich sterben auch die Charaktere, die du irgendwie lieb gewonnen hast oder die ihnen helfen. Und auch das Ende. Naja, das ist ein offenes Ende. Ich will es euch nicht verraten. Das kann man auf zweierlei Arten auslegen. Ich als Schwarzseher, sie ist ziemlich düster, das Ende einfach nur. Schaut euch den Film an, wenn ihr wollt. Aber ich muss euch vorwarnen, im Gegensatz zu Watership Down, der eine schöne Mythologie oder irgendwas noch dahinter hat oder noch ein Happy End hat, wo man sagt, man kann aus dem Film was mitnehmen, fand ich wirklich, die Hunde sind los, einfach nur von Anfang bis Ende schlimm. Also als Kind kann ich mich erinnern, dass ich vorm Heulen einfach war, als ich diesen Film gesehen habe. Weil es mir einfach nur schlecht ging. Also es ging mir nur schlecht, als ich gesehen habe, wie diese Menschen oder diese Menschen, also es ist eine starke Menschenkritik, wie diese Menschen einfach so grausam Tiere entsorgen und mit Tieren umgehen. Und dann aber wirst du am Schluss noch deines Happy Ends beraubt. Ja, ich war fix und fertig. Also wirklich, ich war fix und fertig. Und deswegen kann ich euch Die Hunde sind los nicht wirklich als Film empfehlen, weil ich kann nicht verstehen, wie man Die Hunde sind los gerne guckt sozusagen. Also es ist, der Film, der gibt einen so wenig. Ja, und das ist mein absoluter Horrorfilm. Also wirklich, was man da sieht, dieser Film ist keineswegs für Kinder geeignet. Das macht Kinder nur traurig. Und ich verstehe nicht, wie der bis heute ab 12 sein kann. Na gut, wenigstens ist er ab 12 und noch nicht ab 6. Ja, das waren meine fünf Schrecken der Kindheit. Aber ich bin mir sicher, ihr habt eigene. Und es gibt auch noch Filme bei mir, die mir eine große Angst oder streckenweise Angst gemacht haben. Wenn man es nennen müsste, zum Beispiel das letzte Einhorn, die Harpie hat mir sehr Angst gemacht. Der rote Stier, da ich es sehr jung gesehen habe, hat mir große Angst gemacht. Aber es gibt so viele andere Kinderfilme, die wirklich verstörende oder erschreckende oder fast Horrorpassagen haben, die einen Angst und den Horror unter die Haut treiben. Und schreibt mir gerne, was so eure Erfahrung war. Kennt ihr die Filme in der Liste? Was haltet ihr von den Filmen in der Liste? Und was waren so eure Filme, die eure Kindheit zerstört haben? Waren es die in der Liste? War es Hexen? War es das letzte Einhorn? Oder vielleicht etwas ganz anderes, von dem ich noch gar nicht gehört habe? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese gerne eure Kommentare und ich freue mich super auf eure Antworten. Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr den Horror aus meiner Kindheit geteilt habt. Es war mir wie immer ein Vergnügen, einen Let's Talk für euch zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Horrorthema. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann. Ciao.